Gut, meine liebe Leute, guten Abend. Also wir sind in Mitte Sukkot, zum Ende, zum Ende Sukkot. Und das wollte ich habe schon letztes Mal gesagt, gibt es zwei Arten jüdische Feste. Der eine ein bisschen, sozusagen mehr jüdisch. Und die zweite Art sehr, sehr allgemein universalisch. Und die klassische universale Fest heißt Sukkot. Das wissen Sie, oder? Und warum? Weil erstens es nicht verbunden genau zum diese oder andere bestimmte jüdische Geschichte. Es steht im Torah, dass die Gott hat die Sonne Israel am die Wüste im Sukkot zeitliche Zelte hat geplatzt. Ja, aber wir haben keine gute Quelle für diese Behauptung. Ja. Wir zweifeln uns nicht, aber doch, es war unklar, es war einen Tag, einen Monat, ja, an welchem Jahr und so weiter. Also es ist nicht wie zum Beispiel ein Pessach, das kennen wir bestimmte Datum, bestimmte Termin, die bestimmte Geschichte und so weiter. Oder Chanukka. Ja, natürlich Chanukka ist es eine Idee zum Frieden, ja, um Aufstehen für eigene Frieden. Das ist eine wichtige Idee. Aber doch, Chanukka ist sowieso, es ist klar, verbunden mit jüdischer Geschichte. Ja. Und sogar ist in einige christliche Bibel die Geschichte des Chanukka steht drin, textualisch. Richtig? Beim welchem? Makkabäer. Ja, Makkabäerbuch. Beim katholischen oder evangelischen? Nur katholisch. Die Evangelien haben das Evangelisch, Buch. evangelisch. Evangelisch, sie wollten wirklich zurück zu den Quellen angehen. Also, Sukkot gibt es viele, viele allgemeine, universelle Ideen. Die erste, das wir heute mögen, die grüne Idee sozusagen, ja. Eine Rückkehr zur Natur. Das mögen wir uns, oder? Das ist wichtig in unserer modernen Gesellschaft. Also, wir gehen von quasi Zivilisation ein bisschen draußen, ja, auf die Natur, erfüllen sich dem Himmel, der Sterne, ja, ein bisschen erfüllen sich dem Wind, kann sein Regen. Kann sein Schnee irgendwo, ja. Deshalb kennen wir, wo befinden Sie genau geografisch. Besonders in dieses Jahr Sukkot, die Fest Sukkot kam wirklich spät, ja, so Mitte, Ende Oktober. Es ist wirklich relativ kalt. Also, das ist die erste Idee zum Natur besser verbunden sich. Ja. Was noch? Okay, natürlich die klassische Idee, die Ende des Ernte, Ende des landwirtschaftlichen Jahres, ja, und dann nicht überstolz über sich selbst sein. Ja. Dass die Tora kritisiert, ja, die übersäte Mensch, der sagt, meine Hand und meine Muskeln hat diese ganze Ehre für mich erreicht, ja. Also ich habe mich alles, was habe ich erreichen getan. Und das natürlich nicht genau die jüdische Blick. Hallo, hallo Christina. Guten Abend. Wir sind ganz ziemlich am Anfang. Also Danke, Entschuldigung, mein Telefon hat nicht geklingelt, als die Nachricht kam mit dem Link. Danke. alles gut. Also ich sage, dass die Sukkot ist sehr, sehr klassische, universelle Fest, ja. Also das, die erste Idee ist Rückkehr zur Natur, sozusagen grüne Idee, milde grüne Idee, nicht politisch radikal, sondern allgemein. Ja. Die zweitens, dass es sich nicht überstolz sein. Ja. Also wir sagen auf Hebräisch, Gesundheit. Wir sagen auf Hebräisch nicht überfliegen über sich selbst. Ja. Überfliegen, ja, es ist quasi. Ich erhobe mich und fliege. Ich genieße von mir selbst. Ich fühle mich der König der Welt
Und es kann passieren, besonders wenn es war eine gute Ernte, gute landwirtschaftliches Jahr. Ich habe schon gesagt, dass für uns, die modernen Menschen, Stadtbewohner, 21. Jahrhundert, ja, diese Landwirtschaft überhaupt ganz, ganz fern von uns, ja. In unserer modernen Gesellschaft ist es maximal 3%, die sind wirklich arbeiten in Landwirtschaft. Ja. Es ist mehrere Leute funktionieren und arbeiten daneben. Ich weiß nicht, was die Traktoren reparieren und so weiter. Die Kette, ja, die LKWs, die nehmen, weiß nicht, das Weizen oder tragen unsere koschere Milch, ja, aber es ist nicht reine Landwirtschaft, es ist doch eine industrielle Gesellschaft. Also die landwirtschaftliche Welt von uns ist nicht fremd, aber nicht nah, sozusagen. Wir fühlen uns anders. Wir sind andere Menschen. Also deswegen die Idee, das muss man bescheiden geblieben, auch nach seinen Erfolgen. Und diese erreichenden Ziele, es ist eine wichtige Idee. Ja. Wir sind eine Zivilisation, die stellt im die Zentrum Erfolg, ja, materieller Erfolg. Und Gott sei Dank, es geht gut bei uns. Ja. Wir leben besser wie alle unsere Vorfahren. Das ist keine Frage. Ja. Also, wir haben viel Geld, wir haben viel freie Zeit. Jetzt wird geredet schon über die, genau in Deutschland, über viertägige Wochen, Arbeitswochen. Also, nur erinnern Sie euch, dass die sozialdemokratische kommunistische Bewegung Anfang 20. Jahrhundert, sie kamen auf die Idee, einen Tag befreien, also einen Sonntag, ja. Die 6 Tage Leute sollten arbeiten. Das war riesiger Krieg, ja, geistlich und physisch. Und heute ist es schon fast automatisch 2 Tage, Samstag und Sonntag. Und jetzt, es kommt auch für 4 Tage. Also die Einrichtung ist klar, die Maschinen, die Roboter, ja. Also heute die Tesla, was muss man alle Busfahrer und LKW-Fahrer zu Hause entlassen? Ja? Das ist eine Frage, ist eine schwierige Frage. Ja, aber doch, wir haben viel, viel freie Zeit. Wir können uns durch die Welt fahren und fliegen, reisen, erleben unterschiedliche Kulturen. Wir sind bewusst um viele, viele Felder, viele, viele Ideen. Wir sehen die ganzen Bild, ja, die ganzen Bild von der ganzen Welt. Wir können uns ruhig die Bücher lesen, die Bücher schreiben, die Bücher publizieren. Nur denken Sie, dass das war mal ein Buch publizieren. Wissen Sie, es war unglaubliche Kosten. Die Rabbiner haben die halbes Leben eigene Bücher geschrieben und dann die zweite halbe eigenes Leben. Sie haben den Geld gesucht, um diese Bücher aus dem Druck zu bringen. Ja? Muss man nicht sagen, um die Zensur, katholische Zensur, russische zarische Zensur, das muss man, das schon war kleine, relativ kleine Geld. Also heute, wir haben Freiheiten. Was soll ich sagen? Ja? Also deswegen viele, viele Leute nehmen diese Vorstellung, eine egoistische Vorstellung. Ja. Ich bin in der Mitte der Welt, ja. Die ganze Welt liegt vor meine Beine. Ja. Also besonders manchmal es passiert, dass die Leute kommen zum dritten Welt, die Touristen, ja, von unserer ersten Welt. Und dann muss man aufpassen. Also es ist ganz, ganz einfach. Über sich fliegen, wie sagt man auf Hebräisch. Ja. Und deswegen kommt Sukkot. Und besonders dieses Buch Ekklesiastes, das wir schon
viel Zeit mit gewissen Pausen. Ich tut mir leid, ich entschuldige, aber wir gehen weiter, garantiert. Also dieser Ekklesiastes, genau, er passt zum ganzen Jahr, nicht nur für Sukkot. Und er malt und zeichnet die klaren Grenzen, ja, von unseren Möglichkeiten, ja, und unsere Wissenschaft der Zukunft, ja, die logische Verständnis, warum die Dinge passieren in unserer Welt. Also diese Idee ist wirklich sehr, sehr gut und passend von unserer Welt. Ja. Aber noch interessanter, wir befinden den Texten von den Propheten. Haben Sie ein bisschen gelesen, welche Haftarot, welche Prophetenkapiteln wir sind am Sukkot lesen? Okay, das ist wichtig. Also, wir können kurz schauen, zwei sehr, sehr berühmte Texten. Eine Haftara, das ist Anfang der Sukkot, erster Tag vom Zecharia, der Prophet. Und eine Haftara, einen Text vom Cheskel, der Prophet. Also im Zecharia, es steht direkt, bald lesen wir, dass die Sukkot wird in Zukunft eine allmenschliche Fest. Die ganze Menschlichkeit wird das bezeichnen. Muss man noch erinnern, chronologisch. Zecharia war eine der letzten Propheten überhaupt. Ja? Ich habe gesagt schon, dass die jüdische Ordnung, dass die christliche Bibel auch hat angenommen und akzeptiert. Jüdische Ordnung der Heiligen Schriften ist chronologisch. Das heißt, Moses war von Josua, ja, und Jesaja, der Prophet, war vor Jeskel und so weiter. Ja. Das, was ich meine, also Ordnung, Gesundheit. Ordnung der Tora und Propheten. Die Schriften, dort steht andere Ordnung, eine inhaltliche Ordnung. Also, die dritte Teil ist ein bisschen Ausnahme. Aber die Mehrheit, die manche, danach, die manche heilige Schriften, jüdische Bibel, erst chronologisch ist. Nicht die Bücher selbst, nicht die Tora, nicht die Jesaja. Also wir befinden die Kapitel da und dort. Sie bringen Ideen, ja. Also in Tora, du siehst direkt viel, viel mal, diese Kapitel wurde schon passiert. Ja, die Kapitel vom, weiß nicht was, die erste oder zweite Jahr, Wüste Wanderung steht am Ende und so weiter. Ja. Aber prinzipiell, ja, die Bücher und die Helden, sie sind chronologisch. Also mit diesem Verständnis, und das war genau die Kriterien, die letzten Propheten hatten danach organisieren. Und Zecharia war für diese drei. Diese drei, die hatten danach kanonisieren, eine lateinisch-katholische Definition, und auch haben verordnet. Und nicht umsonst, sich selbst, eigene Dusche, hatten am Ende gestellt. Also, und am Sukkot, wir lesen die letzte Kapitel von der letzte Prophet. Es ist Kapitel 14. Ich weiß nicht, ob in anderen Kirchen gibt es mehrere Kapitel. Ich weiß über Daniel, das ist bekannt. Ich denke, diese kleinen Propheten, es passt, oder Eva? Mikrofon. Muss ich schauen? Ich weiß das nicht mehr auswendig. Ja. Aber irgendwo habe ich nämlich noch eine christliche Bibel auf dem Handy, auf Seite 2. Also ich denke, dass die kleinen Propheten, sie sind genau wie Ja. Juden. Es ist die gleiche textuelle Kapazität, Ja. nicht mehr übrige Kapitel sozusagen. Also und deswegen, es ist immer interessant, muss man immer aufpassen, wenn wir lesen ein Buch, einen Text, was steht am Ende?
Also es ist manchmal Anfang und Ende, das ist die kritische und die wichtigste Teile dem Buch. Als Studenten, wir hatten solche Technik, um schnell die Prüfung beantworten, du liest Anfang dem Buch und dem Ende. Okay. Also das ist die klassische Idee. Und deswegen, wenn Sie gehen zum Beispiel von Maimonides, also die letzte Teil seines Buches ist die El Malachim, die Könige Gesetz, und dann die letzte Kapitel redet über den Messias. Sehr, sehr zitierende Kapitel, sehr, sehr interessante Text. Ja? Und deswegen auch immer schauen Sie letzte Kapitel vom Torah, was steht drin. Schauen Sie die letzte Kapitel von Isaiah, der Prophet, Kapitel 66. Ja? Er beschreibt sehr, sehr interessante zukünftige Prozesse. Und deswegen auch die letzte Kapitel von letzte Prophet, Zecharia, ist auch interessant. Befinden Sie, oder? Ja, okay, dann, wenn so, dann gehen wir kurz zum Zecharia. Okay, Zecharia Kapitel 14. Dann, ich nehme euch zu meiner Computer. Wie macht man das? Moment. So, okay, Zechariah Kapitel 14 spricht über die Messias und was passiert an dieser Messias-Erscheinung. Sehr, sehr interessant, kritische Zeit, viele Spekulationen, viele Religionen, Sekten kamen auf diese Idee. Was passiert danach? Kennen Sie zum Beispiel Mormonen, mormonische Kirche, zum Beispiel Buch der Mormonen? Also sie reden, dass nur gewisse Zahl von die Gläubigen, sie werden sich retten und so weiter. Wir sehen, dass die jüdischen Propheten haben nicht in solcher Sprache gesprochen überhaupt. Kapitel 14. Ein Tag kommt vom Herrn, wo verteilt wird deine Beute und deine Miete. Denn ich sammle alle Völker nach Jerusalem zum Krieg. Oh, guter Anfang. Alle gegen Juden, gegen Israel. Also das ist die letzte Krieg nach den Propheten. Und die Stadt Jerusalem wird erstürmt. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet. Okay. Das ist ein problematisches Wort. Okay, nicht heute. Die Hälfte der Stadt zieht in die Verbrennung, aber der Rest des Volkes wird nicht weggetilgt aus der Stadt. Der Herr zieht nämlich aus und streitet wieder diese Völker. Also passen Sie auf. Der Herr, der liebe Gott, bringt die Völker Kriegen gegen die Juden in Jerusalem und gegenüber der Gott selbst macht umgekehrt. Der Herr kriegt und verteidigt Jerusalem. Wie einst am Tage, da er kämpfte in der Schlacht. Seine Tritte werden am jenem Tage auf dem Ölberg. Oh, kennen Sie diese Ölberg? Eine sehr, sehr wichtige Definition. Warum? Weil von das ist also zwischen Ölberg und dem Tempel ist das Kidrontal und von dort kommt der Messias. Genau, das heißt, diese Ölberg, es ist nicht vom Kidron, es ist von anderer Seite, es ist nach Richtung Totenmeer. Wo ist heute Hebrew University? Ja? Universität des Jerusalem. Also es ist genau diese Richtung. Es ist höher vom Tempelberg. Das ist schon eine Idee, warum der Tempelberg ist nicht die höchste Berg in Jerusalem oder in der Welt. Aber diese Ölberg ist ein sehr, sehr bekannter Name. Dort gibt es die Graben von den Propheten. Gibt es viele, viele alte Begrabungen. Gibt es eine deutsche Kirche und eine Mönsterei vom Kaiser Wilhelm II., ich denke.
Okay. Und vom jüdischen Glauben, von dort, von diesen dort beigelegten Menschen, es wird die Wiederentstehung, Tchiyat HaMitim, ja. Und dann, die Leute wollen keine Sekunde verpassen. Die Leute wollen von Anfang in dem Prozess befinden sich. Und deswegen, ich denke, heute ist schon beschlossen. Das kann man nicht begraben dort. Aber dort viele, viele berühmte Leute begraben sind. Rabbiner Kook, die große Rabbiner Kook ist da. Und viele, viele Zeremonien um Jahrzeit, ja, die runde Jahrestermin, vielmal dort passiert. Also auf dem Olberg sichtbar von Jerusalem in Osten. Das ist genau Olberg, es ist Osten von Jerusalem. Ja? Also die Kidron-Teil, es ist westlich, ganz umgekehrt. Und es spaltet sich die Olberg zum zwei Hälften von Osten nach Westen, eine sehr große Schlucht, dass die Hälfte des Berges nach Norden weicht und die andere Hälfte nach Süden. Wieder, der Prophet spricht über die Wunder. Ja? Wir kennen diese Realität nicht. Ihr werdet vor dem Bergschlucht fliehen, denn die Bergschlucht wird an Asal reichen. Ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen, Prophet spricht von den Judäa-Leute, wie ihr geflohen von dem Erdbeben im Tagen Uzias, König von Juda. Das ist eine Geschichte, die steht im zweiten Buch der Könige. Dann aber der Herr, der Gott, alle Heiligen zu dir. An jenem Tage wird kein Licht sein. Die hellen Sterne werden erstarren. Es wird ein Tag sein, er wird erkannt werden als der Tage, wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fliehen. Die Kälte in das östliche Meer, das ist Totenmeer, Meer, und die Hälfte in das westliche Meer, Mittelmeer. Im Sommer und im Winter bleibt es. Wieder viele Kommentatoren über diese Stelle. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Kennen Sie diesen Satz? Ein ganzes Land von Geba bis Rimmon in Süden Jerusalems. Ach, sorry. Jeden Tag wird Herr einzig sein und sein Name einzig. Kennen Sie diesen Vers? Ja, Melech Es ist auch, es ist eine Phrase, König HaOlam. selbst. Genau. Aber der Herr wird Genau. sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ist Müssen das. wissen, das ist der Teil von dem jüdisches Gebet. Das ist der letzte Satz, der letzte Vers vom Alenerische Berg. Dieser Alenerische Berg-Gebet, er ist immer der letzte Gebet. Immer, am jeden Tag. Alltäglich, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Also, die letzte Gebet, letzte Vers, wieder. Der letzte Punkt. Der Schluss. Also, das. Diese Vers, ich kenne von vielen christlichen Gemeinden, sie sagen das auswendig, alle zusammen, als Chor. Das ist quasi ein Motto. Ja? Auch unsere Leute in Transkarpatien, okay, sie waren mal Christen, sie auch sagen diese Vers als Chor, in das Gebet, als ich komme, mit mich, ohne mich, egal, das ist eine Kündigung, das ist eine Deklaration des Glaubens. Ja? Also, dass diese Vers ist so bekannt, das ist ein Sprichwort. Ja? Also, die vielen Leute stellen das als ein Ziel, ja? Die Einigung Gottes. Ja? Alle anderen zeigen. Also, es ist eine sehr, sehr wichtige Text, dieser 14. Kapitel Zechariahs. Es wird sich umwandeln wie eine Ebene das ganze Land von Geba bis Rimmon in Süden Jerusalems und sie erhebt sich und bleibt an ihrer Stelle von dem Tore Benjamin an bis zu der Stelle des ersten Tors und bis zum Ecktor der Türme Hananel bis zu dem Keltern des Königs. Es ist nicht so wichtig für uns jetzt. Sie werden darin wohnen und keinen Bann gibt es für Jerusalem wird sich in Sicherheit befinden.
Also, das ist die messianische Zeiten, wo wird keine Kriege mehr. Und also wird die Plage sein, womit der Herr all die Völker plagen wird, die wieder Jerusalem in die Kriege gezogen sind. Es modert jedem das Fleisch, während er auf seinen Füßen steht, und seine Augen modern in ihren Höhlen, und seine Zunge modert in seinem Munde. Es ist natürlich eine Wunder, die kennen wir uns im normalen Leben nicht. Es steht nur einmal im ganzen Heiligen Schriften etwa ähnlich. Kennen Sie? Es steht über die Wunder mit Sanherib. Als er wollte den Jerusalem belagern und drin gehen. Es war eine über ein Jahr eine Belagerung. Es war in Zeiten Isaiah, der Prophet. Und am Ende, es steht im 2. Königebuch, auch im Isaiah, der Engel der Gottes hat rausgekommen in der Nacht. Und die Leute hatten jeden anderen geschlagen. So, nicht weniger, nicht mehr. Und dann die Sanherib hat zurückgezogen. Das ist die einmal in die ganze lange jüdische Geschichte, dass etwa passiert. Und jetzt, die Prophet verspricht etwa ähnlich. Wieder muss man verstehen, dass nicht alle Prophezeiungen werden erfüllt sich. Ich habe schon das gesagt, ja. Es kann sein, wenn die Leute Rückkehr machen, verbessern sich, dann die bösen Prophezeiungen nicht müssen 100% verwirklichen sich. Ja? Das ist die Idee. Die Talmud sagt, die gute Prophezeiungen werden sowieso passieren und verwirklichen sich, aber die bösen Prophezeiungen nicht unbedingt. Wir haben eine freie Auswahl, verbessern sich und dann in diese Rückkehr vermeiden, diese böse Prophezeiung, dass sie kommen zur Welt. Okay? Also es ist kein Fatalismus. Ja? So hat Prophet gesagt und Punkt. Ja, überhaupt nicht. An jenem Tage wird eine große Verwirrung vom Herrn unter ihnen sein. Dass eine den anderen angreift, eine den anderen angreift. Ne? Diese Jerusalem attackierende und eine an den anderen Hand anlegt. Kennen Sie das? Heute ist es ein Sprichwort. Wir wünschen Erfolg für beide Seiten. Das ist ein Sprichwort auf Hebräisch, modernes Hebräisch. Kennen Sie? Nein. Die Geschichte war folgendes. Nach den beiden Zeiten, er hat ein Interview für BBC-Journalist gegeben. Das war 1980, 1981, etwa so. Und dann die Interviewer, der Journalist, befragt, auf welche Seite ist Staat Israel wünscht zum Erfolg in diesem Iran-Irak-Krieg. Und dann im Nachhinein Begin sagte, wir wünschen voll Erfolg für beide Seiten. Und hat Kaffee getrunken. Das ist echte Geschichte. Es ist wirklich passiert. Heute ist sein Sprichwort. Also, wenn es ist die Böse, kriegen jede mit anderen, dann auf Hebräisch sagt man, wir wünschen viel Erfolg für beide Seiten. Das kommt von dieser Geschichte. Ja, und das ist genau, was ist passiert hier in dieser Geschichte, dieser Vers, ja, Vers 13. Dass eine den anderen angreift, die attackieren Jerusalem, und eine an den anderen Hand anlegt. Also wir wünschen viel Erfolg, ja, für beide Seiten. Auch Juda, wir kämpfen müssen wieder Jerusalem, also die Stamm Juda. Ringsum wird das Gut aller Völker zusammengebracht, Gold und Silber und Kleider in großer Fülle. Das wird sein die Plage der Rosse, die Maultiere, die Kamele, die Esel und alles Viehes,
die sich in derselben Lagerung befinden wird, gleich diese Plage. Alle aber, die verschont bleiben von all den Völkern, die gegen Jerusalem gezogen, kommen Jahr für Jahr sich niederzuschwärfen vor dem Könige, dem Herrn Zwaoth, und zu feiern, der das Sukkot. Das sagt uns der Prophet. Am Ende der Zeiten, nach dem letzten Krieg, alle Völker werden zum Jerusalem anzukommen und feiern zusammen, so versteht man. Andere geht nicht, zusammen, Hüttenfest zu Gott feiern. Großartig. Das ist die Quelle, nicht einzelne, aber sehr, sehr berühmte. Wie gesagt, der letzte Prophet, der letzte Kapitel. Das ist eine sehr, sehr berühmte Quelle. Das Sukkot ist ein allgemeines Fest, nicht nur explizit nur die jüdische Fest. Zum Beispiel, es steht Schabbat, müssen nur die Juden halten. Und dann viele unserer Nachhilfen fragen: Darf ich so, darf ich so? Ja? Ich habe jeden Tag solche Fragen bekommen. Heute ich habe eine Frage bekommen, wissen Sie welche? Ich erzähle euch. Sie kennen diese Arba Minim, vier Arten, das muss man erhoben, Lulav. Sie haben eine Droge. Und dann schreibt eine Frau, während die Zeiten, dass Frau unrein ist, also hat eine Menstruation, ob darf die Frau den Lulav erhoben? Befassen, berühren oder erhoben? Das ist die Frage. Verstehen Sie? Die Antwort ist ja, keine Frage, kein Problem. Aber die Vermutung über diese Frage, das gibt es etwa unerlaubt, etwa verboten. Ja? Deswegen muss man befragen. Hier aber ist es ganz umgekehrt. Die Prophet sagt, es wird allgemeine Fest. Keine Verbot. Kein Verbot. Es ist ein Fest für die ganze Menschlichkeit. 17. Wer von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem kommt, oh, es wird eine Opposition zum Gott, sich niederzuwerfen von dem Könige, dem Herrn Zwaoth, auf die fällt nicht der Regen. Also wir sehen auch nach messianischen Zeiten, es wird eine freie Auswahl. Und wer jemand will nicht zum Gott beten, will nicht die Juden akzeptieren und erkennen, er kommt nicht. Und dann, auf die fällt nicht der Regen. Es wird direkt gesagt, welche Menschen die sind. Und wenn das Geschlecht Ägypten nicht hingeht und nicht kommt, sie werden doch von dieser Strafe nicht betroffen, da das Land vom Nil bewässert wird. Das ist ein Kommentar, ja? So trifft die Plage, womit der Herr die Völker heimsucht, die nicht hingehen, das Hüttenfest zu feiern. Also gibt es eine Strafe über die eine ägyptische Familie. Kann man schon heute vermuten, wer sind diese ägyptische Familie? Wir kennen das heute. Das wird sein die Strafe Ägyptens. Und die Strafe aller Völker, die nicht kommen werden, das Hüttenfest zu feiern. An jenem Tage wird bis auf die Schellen der Rosse alles heilig sein dem Herrn. Die Töpfe im Hause des Herrn sind gleich den Blutschalen von dem Altar. Jede Töpfe in Jerusalem und in Juda wird heilig sein, dem Herzlaut. Heilig sein. Gewendet zum Heiligtum. Und es kommen alle Opfernden und nehmen davon und kochen darin. Und es wird fortan kein Krämer sein im Hause des Herrn Zwaoth in jenem Tag. Punkt. Ende. Ende des Tanach. Ende des prophezeiischen Zeiten. Also, Sie sehen sehr, sehr berühmte Text. Viele, viele christliche Pfarrer, ja, sie predigen, ja, über diese, richtig, aber
gibt es viel, viel Platz für Fantasie. Kann man spekulieren ohne Ende. Ja, das gibt's schon. Allerdings nicht die seriösen Kirchen, die halten sich da ein bisschen raus. Also die machen da nichts draus. An den Sinner Freikirche habe ich da schon abenteuerliche Sachen gehört zu diesem Thema. Also wirklich abenteuerlich. Also, ja. Okay, aber wieder, was es uns betrifft, wir können spekulieren bis Ende der Welt. Was wird passieren? Das hat schon noch nie passiert, ja, wie diese unterschiedlichen Wunder. Aber es steht ganz eindeutig, dass dieses Sukkot-Hüttenfest, es wird allgemeines Fest für die ganze Welt. Und wenn so, warum können wir das heute nicht tun? Verstehen Sie die Frage? Logischerweise. Was ist, stört uns heute, dieses Sukkot und diesen der andere Weg feiern überhaupt? Nichts. Ist kein Verbot. Ist kein Verbot. Okay, zweite Haftara, das kommt von Echeskel. Kapitel 38. Und das ist Krieg Gog und Magog. Kennen Sie diesen Begriff? Das ist der letzte Krieg. Also Hezekiel, diese Kapitel 38, er verweitert, was die Zecharia Kapitel 14 erzählt allgemein. Ja? Dass es wird ein Krieg über Jerusalem oder über Heiliges Land. Okay, 38, 15. Ah, warum ist es auf Englisch bei mir? Oi, oi, oi. Muss man das Deutsch verstehen? Einen Moment, Moment. Oi, 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 Sie haben das vorhin weggeklickt. oi. Ja, ich habe Fehler getan. Das sollte. Moment. Wo macht man Übersetzung zum Deutsch auf Englisch? Moment. Oder? Ja, das ist die Sprache. Es wird auf Hebräisch. Aber. Aha, es ist nicht auf hier. Ah, doch, doch, das ist auf Deutsch. Ja, okay. Okay, dann beginnt zum Vers 15. Das ist unser Haftarah. Und das ist den Krieg. Und kommen von deinem Orte, dem Strebeziel des Nordens, und du und viele Völker mit dir, auf Rossen reitend alle, eine große aus Ansammlung, ein mächtiges Heer. Also das ist diese Gog. Ja, also das spricht zum Gott. Gog, es ist eine König, das ist namens die König. Gibt es viele unterschiedliche Kommentatoren. Kann man verstehen, dass Gog und Magog, es ist zwei Könige. Gibt es andere Kommentatoren, die sagen Gog vom Land Magog. Also, wir sind drin. Also das, so hat mein Herr Gott deine Liebe in Rechtswaltung offenbar gesprochen. Fürwahr an jenem Tage, da mein Volk Israel sorgenfrei wohnen wird, wirst du es erfahren. Okay, das ist Anfang dieser Krieg. Also du kommst nach Israel. So hat mein Herr Gott, der seine Liebe im Rechtswaltung offenbar gesprochen. Bist du der
von dem ich bereits in Tagen der Vorzeit durch meine Diener, die Propheten Irsches, gesprochen, welche in jenen Tagen auf Jahre hinaus prophezeiten, dich über sie einzubringen. Ja, also, das ist eine Geschichte, die wird passiert und vorbereitet vom Herr de Gott am Anfang der Welt. Also, es wird geschehen an jenem Tage, an dem Tage, der Gog über Israels Boden kommt, ist der Ausspruch meines Herrn Gottes, der seine Liebe im Rechtswarten offenbart, wird mein Loderne und Wille in meinem Zorne aufsteigen. Also, passen Sie auf, es ist gleich widersprüchliche Prozesse passieren. Die Gott hat vorbereitet das, von Schaffung der Welt. Er bringt den Gog mit seinem Militär zum Heiliges Land und meinem Zorne aufsteigen. Und in meine Rechtsforderung, in dem Feuer meines hinaus strittenden Zornes habe ich bestimmt, wahrlich gewaltiges Beben wird in jenem Tage auf Israelboden eintreten. Also eine Erdbeben, wieder kann man alles spekulieren, was sie wollen. Nur kurz erinnern euch, dass die Israel geografisch, geophysisch befindet sich in einer sehr, sehr gefährlichen vom Erdbeben Aspekt Platz. Kennen Sie? Es befindet sich zwischen einer afrikanischen Platte und einer asiatischen Platte. Und sie sind nicht statisch. Sie bewegen sich. Als sie bewegen sich, kommt zum Erdbeben. Okay, sie bewegen sich Millimetern zum 100. Jahr. Gibt es einen Witz? Also sie bewegen, wo ist die Linie? Sie gehen, wissen Sie, wo geht das genau? In welche Richtung? Es geht auf Linie dem Toten Meer, Jordanien. Dann, wir sind mit Afrika, gehen links nach Westen. Und die arabische Welt geht nach Osten, rechts. Also, das ist eine friedliche Lösung. Nur ein paar Milliarden Jahre und es geht um Millimeter zum 100. Jahr. Ja, also, aber doch, es ist verursacht zum Erdbeben. Okay. Und es erbeben vor mir die Fische des Meeres, das Geflügel des Himmels und das Getier des Feldes und alles Gewürm, das sich auf der Erde regt und die Gesamtheit, die Menschen, die auf der Oberfläche des Menschenbodens sind und niedergerissen werden die Berge und ein Sinken die Stufen und jegliche Mauer stürzen werden. Das ist ein riesiges Erdbeben, eine riesige Katastrophe. Und alle meine Berge rufe ich gegen ihn zum Schwerte auf, ist der Ausspruch meines Herrgottes und seine Liebe in Rechtswaltung offenbart, das Schwert eines jenen wird gegen seinen Bruder sein. Das ist andere Sprache, das haben wir schon gelesen, beim Zecharia, das Hand eine kommt zum Einen. Also, dass sie beide reden über diese letzte Krieg. Ich gehe ins Gericht mit ihm, mit Gog. Durch Pest und Blut, Überschwemmung bringenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel lasse ich auf ihn und seine Heeresflügel und auf die vielen Völker, die mit ihm sind, niederregen. Okay. Aber werde mich in meine Größe und meine Heiligkeit offenbaren und werde erkannt werden vor den Augen vieler Völker und sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Das ist ein Ziel von Gott, dass die Menschlichkeit, die Menschen, der Adam, der erste Adam, sollen den Gott erkennen und ein bisschen hören, was sagt er. Ja? Und dann
Es sieht aus, durch diese alle Wunder, das passieren, viele Augen, viele Völker werden erkennen, dass ich Gott bin. Ja? Okay. Und dann 39. 39. Und du, Menschheitssohn, Hezekiel, sprich dein Prophetenwort über Gog und verkünde. So hat mein Herr Gott, der seine Liebe in Rechtswalt und offenbar gesprochen. Siehe, ich wende mich dir zu Gog, Fürst, Oberhaupt von Menschen, von Melech und Tubal. Okay, also, dass diese Gog ist ein Fürst, ja, also eine, nicht nur eine Präsident, Ministerpräsident, eine wichtige, wichtige Figur. Ich führe dich Ehre zu seiner Verordnung, führe ich dich aus dem Strebeziel des Nordens, führe ich dich hinauf und bringe dich wieder die Berge Israels. Also, die Propheten sagen, dass die Böse, die Kriege, sie angefangen vom Nordens. Also, diese Nordens, das ist wieder ein Begriff, ein Thema für viele Spekulationen, welcher Norden es ist. Ja. Viele Jahre wurde gesagt, die Sowjetunion, sie sind die Norden, zumindest. Sie kommen und kriegen gegen Israel. Sie sind schon nicht da. Und dann, was für Norden? Libanon, Iran, es ist auch nördlich, relativ zu sein. Kann man reden ohne Ende über diese Norden? Wir wissen nicht. Und schlage dir den Bogen und deine Linken und deine Pfeile schleudere ich dir aus die Rechte. Auf Israels Bergen kommst du zu Fall, du und alle deine Heeresflügel und die Völker, die mit dir sind, dem Raubvogel von jeglicher Art Flügel, dem Getier des Feldes habe ich dich zum Fraß gegeben. Auf das freie Feld stürzest du hin, denn ich habe gesprochen. Ausspruch meines Herrn ist Gottes, der seine Liebe in Rechtswaltung offenbart. Und ich entsehe Feuer gegen Magog, also wäre es dieser Magog, natürlich eine Militär, die Frage von wem, und gegen die zuversichtlichen Bewohner der meerfernen Lande und sie erkennen, dass ich Gott bin. Also die Ziel von diesem letzten Krieg, nicht nur die Wunden, sondern es ist eine Methode. Die Ziel ist, sie erkennen, dass ich Gott bin. Das ist genau die Phrase, die steht über die alte Ägyptianer, auch sogar aus Ägypten. Es irgendwie geklappt, aber zum eine kurze Zeit, nicht dauerhaft. Okay. Und meinen heiligen Namen bringe ich in die Mitte meines Volkes Israel zur Erkenntnis. Auch zum Juden, zum Israel, muss man zum Erkenntnis kommen. Und ich lasse meinen heiligen Namen nicht ferne entweiht sein. Und die Völker sollen erkennen, dass ich Gott heilig bin in Israel. Also, passen Sie auf, gibt es zwei Stufen. Die erste Stufe, sie erkennen, dass ich Gott bin. Und zweite, dass ich Gott heilig bin in Israel. Nicht in Washington, nicht im Vatikan, nicht im weiß nicht wo, ja, nicht in Shanghai. Also in Israel. Also zwei Stufen. Siehe, es kommt, ist eingetreten, ist der Ausspruch meinem Herr Gott, der seine Liebe in Rechtswaltung offenbart. Es ist der Tag, den ich verkündet. Ja, also etwas sehr, sehr wichtig und etwas sehr, sehr kritisch. Und so wird diese große Schlacht, dass dann sind die Bewohner der Städte Israel hinaus und machen Feuer und heizen ein mit Rüstzeug, Schild und Strachelschild mit Bogen und Pfeilen, mit Lanze und Speer und entfachen mit ihnen Feuer 7 Jahre. Muss man verstehen, damals viele, viele Waffen werden nicht Stahl, sondern Holz. Nicht alle, also mindestens der Hauptteil vom
Schrie zum Beispiel, ja, es war ein bisschen da und dort mit Stahl bedecken, aber nicht unbedingt und nicht ganz. Okay. Also, sie werden, die Israeliten, kein Holz aus dem Felde herbeitragen und keines aus den Wäldern holen, braucht man nichts. Denn mit dem Rüstzeug werden sie Feuer entfachen, so werden sie ihre Räuber berauben. Also, im Gegenteil, und ihre Plunder plündern, ist der Ausspruch meines Herrn Gottes, der seine Liebe in Rechtswaltung offenbart. An jenem Tage werde ich Gog im Israel eine Stätte geben, wo ihm das Grab sei. Also das interessant. Er ist ein Feind von Juden, Feind von dem Gott, und doch, er bekommt ein Grab. Das Tal der zum Ostseite des Meeres hinüberziehenden, das sperrt dann die hinüberziehenden ab. Dort werden sie Gog und sein ganzes lärmendes Geworge begraben und es nennen der Tal der Menge Gogs. Das Haus Israel werden sie 7 Monate lang begraben, also so viele Leute, um das Land zu reinigen. Und jetzt kommt weiter nach dem Krieg. Du aber, Menschheitssohn, so hat mein Herr Gott seine Liebe in Rechtswaltung offenbar gesprochen. Sprich zum Vogel von jeglicher Art Flügel und zum allem Getier des Feldes. Sammelt euch und kommet, einet euch von überall her zu meinem Mahle, da ich euch ein großes Mahl auf Israelbergen bereite. Da werdet ihr Fleisch essen und Blut trinken. Fleisch von Helden werdet ihr essen und Blut der Fürsten der Erde trinken, Widder, Lämmer, Böcke, Stiere, im Baschan gemästet allesamt. Baschan, es ist Golanberge. Okay? Also, und dann, es geht um Ende des Krieges und die Gott macht eine festliche Mahlessen. Ja? Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Ja. Das Thema Blut trinken. Es ist natürlich nicht wirklich, nicht das. Okay, es ist ein Bild. Es ist Okay, gut. quasi, es ist quasi, wie kann ich das erklären? Wir reden metaphorisch. Jemand Okay. mein Blut trinkt. Ja, macht mich Probleme. Ja, nicht tatsächlich. Ja. Ja. Das ist genau. Das wird quasi verärgert wäre verärgert diese Leute, dass sie haben mit einem Krieg gekommen sind nach Israel, sie wurden niedergeschlagen, verlieren und die Räuber wurden geräubt. Genau, ja. Also, und dann Okay. die potenzielle geräubte Leute, sie sitzen und trinken und so. Das ist nervt, ja. Das ist 180 Grad umgekehrt. So gebe ich meine Ehre unter die Völker. Schauen alle Völker mein Strafgericht, da ich vollzogen und meine Macht, die ich in ihnen begründet. Und auch die Völker erkennen, dass nur infolge seiner Schuld das Haus Israel in die Verbannung zog, weil sie Treulosigkeit gegen mich begangen und ich mein Angesicht ihnen verbarg, sie in die Hand ihrer Feinde gab, sodass sie alle durchs Schwert fielen. Also das ist eine Erklärung, was es passiert durch die jüdische Geschichte. Also wieder, es ist eine lange, lange Prophezeiung. Also die Hauptteil ist das Kapitel, zweite Kapitel, zweite Hälfte von Kapitel 38. Diese zwei Themen
besprochen in die Synagogen mit unseren Menschen. Also von einer Seite, es beschreibt die Zukunft. Wir hoffen, dass es passiert, aber wir wissen nicht, wann genau, wie genau und so weiter. Aber doch, was etwa positiv können wir lernen, ja, nicht über die Kriege und die Räuber wurde geräumt und trinken, Blut trinken und so weiter, ja, dass es wird etwa vereinigt uns alle. Und das ist dieses gute Fest zu Gott. Ja? Also ich sage euch eindeutig, das ist ein allgemeines Fest für uns alle. Und besser früher, wenn später. Kann man schon heute dieses Sukkot feiern? Das ist die Idee. Das ist mein Punkt für heute. Und besonders, dass die Nochiden müssen nicht genau 100% als Juden sein, von pflichtenden Aspekten, dann ist es überhaupt nicht schwer. Überhaupt einfach. Ja. So, Danke. das ist Danke. für Ich habe noch eine Frage, weil das mehrfach im Hebräischunterricht aufkam. Gibt es spezielle Speisen für Sukkot? Also mir. heute. Nein. Nein, Okay. keine spezielle Speisen. Wir müssen, Wassersuppe, wenn es regnet. ja, wir müssen, müssen ein bisschen mehr Honig. Es ist vom Rosh Hashanah, die süßiges Jahr. Keine besonderes und wie Matzah und Pesach zum Beispiel. Ja? Okay. Keine besondere Art essen. Alles, was geht, dann geht. Koscher essen, viel essen, alles, was ich will. Okay. Ja. Gut. Dann, das ist in Kurz alles, was wollte ich sagen. Und dann nach Sukkot, wir sind zurück mit Ecclesiastes. Das ist mein Plan. Okay. Das ist mein Kopf. Okay. Wenn es etwa nicht passiert. Ja. Also, jetzt es kommt wieder zum 4 Tage. Bei uns ist Diaspora verdoppelt, die Feste. Und dann Schabbat. Also, ich verschwunde mich vom Kontakt, vom Netz. Aber ich bin im Synagoge. Haben schon. Christina hat gesehen. Also, und wir sind bald, treffen uns. Ja, ich muss noch mal rumfragen, wer jetzt genau kommt. Chantal hat gesagt, sie kann jetzt doch nicht kommen. Und aber Johanna kommt, Andrea kommt, Adalbert kommt und Carla wollte kommen. Die kennt hier noch niemand außer mir. Genau, und dann muss ich noch fragen. Weiß, Christina ist sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher. Es hängt ein bisschen davon ab. Wie ich zurückkomme, genau. Ja, Ja. genau. Okay. Ich versuch's. Erstes Mal Alles zu klar. Vietnam, dann könnten Sie zusammen. Aber Ja. das ist dieses Jahr. Also, wir sehen uns relativ bald. Ja? Genau. Also, Ja, wünsche okay. euch alle gesund. Ja. Und Dankeschön. geistlich. Danke. Vielen Dank. Bleiben. Gutes Simchat Nicht Torah zusammen. Fest. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und Genau. fahren Sie jetzt gut, wenn Sie jetzt fahren, und fahren Sie vorsichtig. Genau. Genau, gute Fahrt. Ja. Danke. Ja. Alles Gute, meine liebe Leute, und guten Abend. Ja. Shalom. Gute Nacht. Dankeschön. Gute Nacht Shalom. allen.